Ein Elefant im Visier. Naturschützer im Westen kritisieren die Elefantenjagd scharf. In Afrika kommt das nicht gut an. Botswanas Präsident Masisi sagt, weiße Bevormundung. Wer will uns vorschreiben, wie wir unsere Elefanten managen? Gerade uns, die wir so erfolgreich in Sachen Naturschutz sind. In keinem anderen Land leben so viele Elefanten wie in Botswana. Ein Erfolg für den Naturschutz. Doch die Folgen sind oft dramatisch. Er ist da lang gelaufen und dann hat er umgedreht und ist zurück. Seine Spuren sind da drüben. Ein großer, ausgewachsener Bulle. Und hier, das ist noch ganz feucht. Sein Speichel ist frisch. Die Saliva. Die Saliva ist noch auf. Let's have a look. Leon Kachelhofer und seine Jägerfreunde können ihr Glück kaum fassen. Die botswanischen Jäger sind erst seit wenigen Minuten unterwegs. Sie wollen einen Elefanten schießen. In einem Jagdgebiet am Rande des Okavango-Deltas, nördlich der Distrikthauptstadt Maun. Die Spur sieht nach einem ausgewachsenen Elefanten aus. Er ist groß und er ist allein unterwegs. Das ist die Art von Elefant, die wir suchen. Die Spur ist sehr deutlich, sie ist also noch ziemlich frisch. Frühe Morgenstunden, würde ich sagen. Genau wissen wir das, wenn wir den ersten Dung finden, anhand von Farbe und Temperatur der Hinterlassenschaften. Jagen, das sei für ihn vor allem Leidenschaft, erzählt Leon Kachelhofer. Das Abenteuer, die Natur, der Nervenkitzel. Bei jeder Jagd müssen sich die Jäger an bestimmte Regeln halten. Du schießt nicht vom Fahrzeug aus, das ist nicht Jagd. Du hetzt die Tiere auch nicht mit deinem Fahrzeug. Wir wollen alles so traditionell wie möglich halten, so wie es das Gesetz und unsere Standesregeln vorschreiben. Das Tier muss eine faire Chance bekommen. Inzwischen haben die Jäger Elefantenmist gefunden und der ist tatsächlich noch warm. Das Tier kann also nicht mehr weit sein. Der Dung ist nicht das Einzige, was der Elefant zurückgelassen hat. Er hat kaum etwas gefressen. Dafür hat er diesen wunderbaren Baum umgestoßen. Er war sicher älter als der Elefant. Wenn du zu viele Elefanten hast, hast du am Ende keine Bäume mehr. Auch Kebal Filwe Fandani weiß, welche Zerstörung Elefanten anrichten können. Der Viehzüchter lebt mit seiner Familie außerhalb von Maun. Regelmäßig kämen direkt vor ihrer Haustür die Elefanten vorbei, erzählen sie, manchmal ganze Herden. Andauernd muss der Viehzüchter deshalb seine Zäune erneuern, wenn die den Elefanten mal wieder im Weg waren. Die denken offenbar, das hier sei ihr Spielplatz. Sie machen einfach, was sie wollen. Ständig muss ich diesen Zaun irgendwo reparieren. Jeder hier im Dorf kann eine Geschichte über die Elefanten erzählen, auch Atlamelang Tsoku. Dank ihrer kleinen Ziegenfarm kam sie in der Vergangenheit immer gut über die Runden. Bis vor einigen Monaten plötzlich ein Elefant vor ihrer Hütte stand. Der Elefant kam hier entlang, umrundete einmal meine Hütte und fing dann an, das Gras von meinem Dach zu fressen. Dabei hat er auch noch das Holzgerüst zerstört, das das Dach eigentlich hält. Noch schlimmer hat es Bakai Mapare erwischt. Auf seinem Acker hatte er Wassermelonen gepflanzt. Am Tag der Ernte, Anfang Mai, brach plötzlich eine Gruppe Elefanten durch den Zaun und machte sich über die geernteten Melonen her. Bakai rannte zurück ins Haus und holte sein Gewehr. Ich wollte sie mit dem Knall verjagen. Aber irgendwie hat mein Schuss einen der Elefanten erwischt. Trotzdem sind sie nicht geflohen. Ich habe ein zweites Mal geschossen und dann hat mich der eine Elefant attackiert. Bakai hatte großes Glück. Oft gehen Elefantenangriffe für Menschen tödlich aus. Bakai überlebte schwer verletzt. Er zeigt uns seine Narbe, dort, wo ihn der Stoßzahn vom Schulterblatt bis zur Achsel durchbohrt hat. As a baby. Das ist ein Baby, das ist eine große Mama, das hier ist ein großer Bulle.
Huizi Nawa ist Naturschützer. Vor einigen Jahren hat er die NGO Elephant Protection Society ins Leben gerufen. Seitdem kämpft er für ein friedliches Miteinander zwischen Menschen und Elefanten. Schuld an Konflikten seien vor allem die Menschen, denn die ließen den Tieren nicht ausreichend Lebensraum. Sie verbringen die meiste Zeit da drüben, auf der Suche nach Futter. Und dann kommen sie zurück zum Wasserloch. Sie ziehen immer wieder hin und her durch dieses Gebiet. Wenn du also deine Farm hier baust, bekommst du ein Problem. Immer mehr Menschen lassen sich einfach nieder, wo sie wollen. Das führt dann zu diesem Schlamassel. Schwer zu kontrollieren. Überall sind Menschen. Zumindest da, wo es auch Wasser gibt. Insgesamt ist Botswana mit seinen knapp 3 Millionen Einwohnern eher dünn besiedelt. Hinzu kommen mindestens 130.000 Elefanten, so viele wie in keinem anderen Land der Erde. Da der weitaus größte Teil von Botswana Wüste ist, konkurrieren im Rest des Landes immer häufiger Mensch und Tier um die ohnehin knappen Ressourcen. The lack of food, the lack of water. Keine Nahrung, kein Wasser. Deshalb ziehen immer mehr Elefanten in Nutzlandgebiete und zerstören dort die Infrastruktur. Wenn sich an der hohen Zahl der Elefanten nichts ändert, wird das das Leben der Menschen stark beeinträchtigen. Joseph Mbaiwa ist Professor an der Universität von Botswana. Sein Thema: die Dynamik von Ökosystemen. Er ist überzeugt, Botswanas Elefantenpopulation müsse drastisch verkleinert werden. Einzelne Elefanten zu schießen reiche nicht aus. Bis zu einem gewissen Grad finde ich es richtig, was die Südafrikaner im Krüger Nationalpark gemacht haben. Sie haben einen Schlachthof eingerichtet, dort einige Elefanten gekeult und dabei die gesamte Wertschöpfungskette ausgenutzt. Bis hin zur Haut der Elefanten, die verwertet wurde. Noch unternimmt Botswanas Regierung keine Anstalten, Elefanten in großem Stil zu töten. Auch, weil sie einen internationalen Aufschrei fürchtet. Die stetig wachsende Elefantenpopulation aber bleibt ein Problem. Nicht nur für die Menschen, die immer öfter ganze Herden vor ihrer Haustür entdecken. Zurück bei den Jägern. Die Zuversicht auf einen schnellen Abschuss ist auf einmal einer gewissen Ratlosigkeit gewichen. Der Elefant, dem sich die Männer so nah glaubten, ist nirgendwo zu sehen. Ja, wabite, wabite. So, itulecekwa. Heute Morgen waren wir alle so sicher, dass wir den Bullen finden würden und auch noch so schnell, denn der Dung war noch warm. Aber jetzt hat er das Spiel gedreht. Er ist in tiefes Wasser gelaufen, wo wir ihm nicht mehr folgen können. Deshalb müssen Kunden auch einen längeren Zeitraum buchen. Nichts ist planbar. So ist nun mal die Jagd. 10 Tage müssen Jagdtouristen in der Regel einplanen, wenn sie in Botswana einen Elefanten schießen wollen. Dafür bezahlen sie um die 50.000 US-Dollar. Rund 20% davon gehen an den Staat. Die meisten Trophäenjäger kommen aus den USA und Europa. Wenn es darum ginge, einfach den nächstbesten Elefanten zu erlegen, dann bräuchten wir nur einen Tag. Unser Job als professionelle Jäger ist es allerdings einzuschätzen, wann ein Elefantenbulle die besten Jahre und damit auch seine Fortpflanzung hinter sich hat. Außerdem soll der Elefant natürlich Elfenbein haben, respektables Elfenbein. Ein Kampagnenvideo von Tierschützern. Westliche NGOs werben für die Abschaffung der Trophäenjagd in Afrika und fordern generelle Importverbote für Jagdtrophäen. Dieser angebliche Sport behandelt wilde Tiere als bloße Ressource, die ausgebeutet und vernichtet werden kann. Ausschließlich aus kommerziellen Gründen. Elefanten sind keine Trophäen. Debbie Peak kann mit solchen Parolen nichts anfangen. Hier ist ein Stoßzahn mit einem Gewicht von 23 Kilo. Die Tierpräparatorin betreibt in Maun ein Unternehmen mit knapp 40 Angestellten. In ihrem Betrieb sorgen sie dafür, dass komplette Wildkadaver oder bestimmte Teile eines erlegten Tieres haltbar und für den Export bereit gemacht werden. This is all part of an economy.
Das ist alles Teil einer Wildtierökonomie, die wir versuchen weiter auszubauen. Verbote als Kurzschlussreaktion auf fehlgeleitete Tierschutzkampagnen sind verheerend. Sie schaden unserem gesamten Wirtschaftszweig, angefangen vom Spurenleser, der das Tier oder den Elefanten findet, bis hin zu kleinen Unternehmen wie unserem. Noch laufe das Geschäft mit den Jagdtrophäen gut, vor allem mit den USA. Trotzdem macht sich die Unternehmerin große Sorgen. Sie fürchtet, dass mehr Staaten den Import von Jagdtrophäen untersagen könnten. Belgien, Finnland und die Niederlande haben ihre Gesetze bereits verschärft. Wir müssen den Druck auf diese Länder aufrechterhalten und ihnen klarmachen, wir haben hier gute Naturschutzprogramme, viele davon übrigens aus EU-Mitteln finanziert. Daher wäre es wirklich scheinheilig, jetzt auf einmal zu sagen, die NGOs in unseren Ländern behaupten, die Jagd diene nicht den Menschen und Elefanten seien vom Aussterben bedroht. Nun, im südlichen Afrika sind sie das nicht. Man muss nur herkommen und sich selbst ein Bild machen. Tatsächlich trifft man in Botswana auch außerhalb der Schutzgebiete immer häufiger auf Elefanten. Die wiederum treffen auf urbane Infrastruktur, wie solche Kontrollschächte von Aquädukten. Auf der Suche nach Wasser schieben die Kolosse die zentnerschweren Abdeckplatten einfach zur Seite und verursachen so immense Schäden. Für Leon Kachelhofer und sein Team wird es ernst. Anderthalb Stunden lang haben sie eine neue Spur verfolgt und den dazugehörigen Elefantenbullen schließlich im nahen Dickicht erspäht. Die Jäger machen sich bereit. Aber dann heißt es auf einmal Rückzug. We've now found the bull and got up to it. Wir haben den Bullen gefunden und uns herangepirscht. Die Spur ließ auf einen ausgewachsenen Elefantenbullen schließen. Tatsächlich ist er aber noch recht jung, in seinen 20ern, würde ich sagen. So ein Tier ist nicht das, was wir suchen. Zurück in Maun. Dort hat es einen Zwischenfall mit einem sogenannten Problemtier gegeben. Beamte der Wildtierbehörde sind vor Ort. Ein Elefant ist in einen Schlachthof eingedrungen, offenbar auf der Suche nach Wasser. Weil Mitarbeiter sich bedroht fühlten, wurde das Tier erschossen. Gerade wird es zerlegt. Die staatlichen Wildhüter sichern das Elfenbein. Zu den genauen Umständen des Vorfalls will sich Chalegwa Sena Molela, Chef der Problemtiereinheit, nicht äußern und lieber nur allgemein sprechen. On a daily basis. Jeden Tag erreichen uns bis zu 5 Meldungen über Schäden oder lebensbedrohliche Situationen durch Elefanten. Manchmal sind wir in der Lage, diese Elefanten zu vertreiben. Manchmal müssen wir aber auch andere Mittel anwenden und die Tiere töten. Die Jäger sind inzwischen einem dritten Elefanten auf der Spur. Ein Bauer bestätigt, dass er in der Nähe eine Gruppe von Bullen gesehen hat. Drei Elefantenbullen. Wir müssen näher ran und uns selbst ein Bild machen. Auf ihrer Verfolgungsjagd kommen die Jäger an mehreren Siedlungen vorbei. Auch hier haben die Menschen erst vor wenigen Stunden Elefanten gesehen, erzählen sie. Die Bewohner hoffen, dass die Jäger ein Tier erlegen werden und sie dann etwas vom Fleisch abbekommen. Allerdings befinden sich die Elefanten inzwischen auf einer der vielen Inseln des Okavango-Flusses, der zu dieser Jahreszeit eher einer Sumpflandschaft gleicht. Es wäre unsinnig, einen Elefanten zu schießen, wenn wir die Menschen dann nicht zum Fleisch bekommen würden. Aber es gibt einen Übergang ein paar Kilometer entfernt. Also lass uns dieses schöne kalte Wasser durchqueren und sehen, ob wir die Elefanten einholen. Thank you.
Es sind drei Bullen. Dieser hier, dann ein kleinerer und bei dem wahrscheinlich ältesten sind die Stoßzähne komplett abgebrochen. Was natürlich perfekt ist für unsere Jagd. Bullen mit großen Stoßzähnen sollen möglichst den Trophäenjägern aus dem Ausland vorbehalten bleiben. Bei den botswanischen Jägern stehen das Abenteuer und die eigene Jagdpraxis im Vordergrund. Die Trophäenjagd spült jährlich mindestens 15 Millionen US-Dollar in Botswanas Kassen. Lass uns umdrehen. Und dann ist es plötzlich vorbei. Der Jäger hat einen sehr guten Schuss gesetzt und den Elefanten sofort getötet. Wir haben ihm dann zusätzlich noch einen Gnadenschuss verpasst, aus Respekt und um ganz sicher zu gehen, dass es vorbei ist. Bei jeder Jagd muss immer auch ein Beamter der Wildtierbehörde dabei sein. Er sorgt dafür, dass sich die Jäger an alle Regeln halten. Insgesamt dürfen in Botswana pro Jahr maximal 400 Elefanten gejagt werden. Das entspricht rund 0,3% der Gesamtpopulation. Die Jagd dient nicht unbedingt dazu, die Elefantenpopulation zu begrenzen. Sie ist dafür da, um der lokalen Bevölkerung zu helfen, um Verständnis und Nutzen zu erzeugen, dass die Menschen sehen, wir können damit Geld verdienen, es bringt Arbeitsplätze und natürlich dringend benötigtes Protein. Etwa eine Stunde später erreichen die ersten Anwohner die Flussinsel. Sie wissen, was sie erwartet und haben schweres Werkzeug dabei. Die Männer sind dankbar für das kostenlose Fleisch. Ein Segen für die Menschen sei die Trophäenjagd deshalb trotzdem nicht, kritisiert Tierschützer Uetsinawa. Auch wenn die Jagdbefürworter genau das immer wieder behaupteten. Ich habe kein Problem mit der Jagd, solange sie gerecht ist. Leider ist sie das aber nicht. Meist profitieren Jäger oder Kunde mehr als die lokale Bevölkerung. Man muss sich doch nur den Lebensstandard dieser Menschen anschauen. Absolut armselig. Kein Frischwasser, keine Toiletten. Inzwischen sind gut 2 Dutzend weitere Menschen aus der Umgebung eingetroffen. Trotz der anstrengenden Arbeit liegt so etwas wie Festtagsstimmung in der Luft. Wenn es den Menschen hier vor Ort gut geht und sie lernen, die Elefanten zu tolerieren, weil sie auch einen Nutzen von ihnen haben, dann wird der Kampf gleich viel leichter. Es liegt in der Natur der Menschen, sich um Dinge zu kümmern, die einen Wert für sie haben. In einem Punkt sind sich Jäger, Dorfbewohner, Wissenschaftler und sogar die lokalen Naturschützer einig. Wer mit den Tieren lebt, muss selbst bestimmen dürfen, ob und wie diese genutzt werden. Egal, was der Westen sagt.